Kia fünfter Tag der Woche, 5 Minuten Bitcoin. Vieles passiert, Corona bestimmt die Schlagzeilen und so auch bei Bitcoin. Der Kurs ist enorm eingebrochen und genau darum gucken wir jetzt mal. Es gibt sogar schon die erste Gegenbewegung, aber dazu später gleich mehr. Was ist also passiert? Was Bitcoin betrifft, ist eigentlich wenig passiert, bis gar nichts. Weltweit müssen alle Leute Kapital aus Anlagevermögen rausziehen, um liquide zu sein. Dafür gibt es verschiedene Gründe, die sehr vielfältig sind. Es ist aber in jeder Krise halt immer das Gleiche. Und so ist es auch in dieser Krise so, dass Leute Liquidität brauchen und Positionen ausgestoppt werden oder durch Algorithmen halt bedingt einfach Sachen verkauft werden. Das liegt ein bisschen in der Natur der Börse und des Anlagengutes. Und Bitcoin ist definitiv auch ein Anlage- oder Spekulationsgut. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das einzukategorieren. Und deswegen ist auch bei Bitcoin etwas passiert, nämlich der Preis hat sich dramatisch verändert. Im Tief bis runter auf 3.800 Dollar. Wir waren vor kurzem noch über 10.000. Puh, krasser Einbruch. Aber der entscheidende Punkt, und darauf möchte ich heute mit dir zusammen gucken, es hat sich nichts am Wert geändert. Also ein Bitcoin ist genauso gut oder schlecht wie vorher auch. Und wenn du überlegst, Geld in Bitcoin zu tauschen oder Euro oder Dollar halt in Bitcoin zu tauschen, dann mach dir das bewusst. Es gibt keinen Unterschied. Vor einem Monat hat das Ding nur mehr oder weniger, in dem Fall halt mehr gekostet. Jetzt kostet es weniger. Es hat aber den gleichen Wert. Es ist super sicher. Es ist nach wie vor begrenzt. Niemand hat das verboten. Es gibt keine Programmierfehler oder sonst irgendwelche malicious Acts. Es gibt keine Angriffsvektoren, die jetzt dazugekommen sind. Das heißt, wenn du dir langfristig Gedanken machst, das als Anlagegut zu nehmen, es hat sich nichts geändert, außer dass du weniger Euro dafür hergeben musst. Und das bringt mich jetzt schon zum Kern. Ich glaube, es hat sich nichts am Wert geändert, nur am Preis. Und wenn etwas halt einen Wert hat und der Preis steht da, dann ist es okay, das zu kaufen oder auch nicht. Aber wenn der Preis auf einmal da ist, der Wert aber genau da bleibt, dann passiert das, was der große Warren Buffett gesagt hat. Du musst gucken, dass du Sachen für 1 Dollar kaufst, wenn die 50 Cent kosten. Ich glaube, das ist hier die Möglichkeit. Jetzt gibt es schon die erste Gegenbewegung. Heute ist der Bitcoin-Preis schon bis an die 7.000 Dollar rangelaufen. Der wird jetzt nochmal hin und her pendeln. Ich weiß überhaupt nicht, ob der jetzt morgen bei 3.000 oder bei 10.000 steht oder ebenso wie heute bei 7.000. Ich glaube, es ist ganz viel möglich, aber das bringt mich zur Anlagestrategie. Schrittweise einsteigen. Wenn du 1.000 Dollar zur Verfügung oder 1.000 Euro zur Verfügung hast, mach doch jetzt ein bisschen und dann noch ein bisschen und dann noch ein bisschen und dann noch ein bisschen und immer alle paar Wochen halt ein bisschen rein. Dann wirst du halt einen Durchschnittspreis kriegen. Du wirst niemals den billigsten Kurs kriegen, du wirst aber auch definitiv nicht den höchsten Kurs kriegen. Du wirst einen Durchschnitt bekommen über die Wochen und Monate. Und dazu möchte ich dir dringend raten. Ich glaube, auf lange Sicht gesehen wird der Bitcoin-Preis deutlich nach oben gehen. Und nach der Krise ist die Möglichkeit halt eben auch, dass er richtig anzieht. Und wenn wir uns überlegen, im Tief bei 3.800 und jetzt sind wir schon wieder auf 7.000 drauf. Das ist also fast eine Verdopplung, so innerhalb von ein paar Tagen. Und es hat sich nichts geändert, außer dem Preis. Insofern, überleg dir gut, bleib hier auf dem Kanal, informier dich weiter auf anderen Kanälen, lies viel, was den Bitcoin ausmacht, ob du dabei bleiben möchtest, ob du einsteigen möchtest. Und damit verabschiede ich mich heute mit einer ganz kurzen Folge. Macht's gut!